Das sieht sogar richtig geil aus. Und ja, ich bin immer noch mega nervös wegen meinem Date morgen. Ich bin so nervös. Meine Mutter, die hat morgen ihr erstes Date. Ich bin nervöser als die. Die ist 20 Jahre jünger, die sieht so aus, so gut wie noch nie. Die ist ja die Obermilf vom Dienst. Also wenn die keinen Mann mehr kriegt, dann dachte ich mich ja tot. Diese Mütze ist komplett fake. Hardcore-Version an Trennungen. Vielleicht mache ich einfach viel zu viel Spülung und Kurpackungen drauf und ja, keine Ahnung. Ich dachte noch sehr, so ein Yorkshire Terrier. Die sind mir ja abgebrochen, als ich die blondiert habe. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ich züchte die gerade. Und ja, ich bin immer noch mega nervös wegen meinem Date morgen. Aber ich freue mich auch drauf. Wie so ein kleines Kind vor Weihnachten. Nee, das lasse ich noch auf mich wirken. Vielleicht erzähle ich euch darüber, wer es ist, aber noch nicht so schnell. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag. Ihr wolltet wissen, was meine Kinder dazu sagen, dass ich mich mit einem anderen Mann treffe oder dass ich jetzt morgen ein Date habe. Natürlich rede ich mit meinen Kindern darüber. Die haben auch schon die aktuellen Fotos bekommen, wie der aussieht. Und die sind hin und weg. Ja, guckt euch mal die Story von Daniela an, dann wisst ihr Bescheid. Danke, mein Kind, dass du so redest. Ja. Draußen ist das allergeilste Wetter. Ich muss später mal ein Video machen. Ich liebe ja so Palmenvideos und so. Ich finde, das ist so, ich finde, das fühlt man dann so richtig, wie schön das hier ist. Und es duftet auch überall gut. Und boah, ich bin so aufgeregt. Ich bin so nervös. Meine Mutter, die hat morgen ihr erstes Date. Ich bin nervöser als die. Ich finde, man kann sich das, also ich kann mir das noch gar nicht richtig vorstellen. Das ist so. Meine Mutter datet einfach wieder. So, die war jetzt 20 Jahre. 20 Jahre. Die ist verheiratet, seit ich 15 bin. Überlegt mal, da war ich ja noch ein Kind. Und dann hat sie ihr Mann beschissen und jetzt wird sie auf einmal wieder auf den Datingmarkt geschmissen. Mit 55 wird sie auf den Datingmarkt geschmissen. Und die hat jetzt auch jemanden kennengelernt. Und der sieht sogar richtig geil aus. Also, ne, auf Fotos sehen die ja immer alle geil aus. Auf Fotos sind die immer alle. Bei Tinder sind die alle immer Brad Pitt. Und am Ende des Tages kommt da so Bratpfannen-Paul um die Ecke. Deswegen, ich bin so gespannt. Ich habe gesagt, am liebsten würde ich per FaceTime anrufen, dass sie mich dann hinter der Kaffeetasse versteckt oder so. Ich bin so gespannt, ehrlich, ich bin so gespannt wie ein Regenschirm. Hab ihr auch gesagt, Mama, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten für dich. Also entweder du verlierst dich in deiner Trauer komplett und kommst dann nie wieder aus deinem Heulloch raus, oder du guckst nach vorne und machst weiter. Weil ich meine, die sieht ja, das ist ja, also, die ist ja die Obermilf vom Dienst. Also wenn die keinen Mann mehr kriegt, dann dachte ich mich ja tot. Und wie gesagt, jetzt hat die da jemand kennengelernt und trifft dann auch morgen. Ich glaube, die geht Kaffee trinken oder so. Und auf Fotos sieht er halt richtig gut aus. Es ist ein richtig, also schon so ein Dilf, ne? Und ja, sie ist die Milf davon. Das passt ja mega. Und ich bin so gespannt, was dabei rumkommt. Und ich meine, klar, die letzten 3 Monate, die waren echt scheiße für sie. Und das war wirklich nicht so easy. Ich meine, ich bin ihre Tochter. Ich kann euch sagen, das war echt Hardcore, die Hardcore-Version an Trennungen. Dadurch, dass das alles noch öffentlich passiert ist, ach egal, scheiß drauf, ich will jetzt gar nicht wieder zu viel labern, weil die Presse steht dann wieder da mit und klatscht sich in die Finger, wenn ich ihnen einen Satz sage, wo sie irgendeine bekloppte Schlagzeile draus basteln können. Deswegen halte ich lieber die Klappe. Ja, und klar ist das jetzt alles beschissen gelaufen, ne? Sie wurde beschissen und so weiter, aber sie kann jetzt wieder bei null anfangen. Wisst ihr, was ich meine? Es ist eine schöne Frau, die ist selbstständig, die ist stark. Und ja, und wie gesagt, das ist so blöd, wie das alles war, aber sie guckt nach vorne und das finde ich mega. Ich gucke gerade so die Story von meiner Mutter und ich muss immer wieder sagen, so jeden Tag, ich habe so das Gefühl, die wird jeden Tag schöner. Das ist so krass. Die ist 20 Jahre jünger, die sieht so aus, so gut wie noch nie.
noch dieses Thema. Übrigens, es ist immer die gleiche Mütze. Und die lasse ich jetzt mal testen. Weil mich das auch selber interessiert, was ist das für eine Bommelmütze? Ist sie fake oder echt? Das werdet ihr gleich erfahren. Bis gleich. Ich war jetzt mal bei einem Laden und habe diese Mütze testen lassen. Er möchte sich dazu nicht äußern, weil er schlechte Erfahrungen gemacht hat natürlich. Aber er sagt, diese Mütze ist komplett fake. Und er hat mir auch eine echte Bommel gezeigt. Und das sind wirklich Unterschiede. Also er hat sie komplett auseinandergenommen. Man sieht es auch, dass es komplett fake ist. Hier, er wollte die Mütze jetzt nicht kaputt machen. Aber er hat gesagt, diese Mütze ist komplett fake. Ich wollte ihn eigentlich dazu bringen, mir ein Interview zu geben, aber leider hat er gesagt, aus schlechten Erfahrungen macht er das nicht. Schade. Aber auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass diese Bombe unecht ist. Ihr macht mich krank mit euren Behauptungen. Was seid ihr bloß für Menschen? Ich habe nie und werde nie irgendwelche Nacktfotos von mir oder anderen versenden. Ich habe das Foto nicht von Yvonne. Am Freitag habe ich ein Date. Wenn du denkst, es kann nicht schlimmer kommen, aber es kommt. Benvenuti ragazzi, ja! Dass die amerikanische Kinoproduktionslandschaft etwas von den Deutschen ein klein wenig lernen kann, wurde bei den Oscars klar. Und ganz viel kann die Trash-Produktion in Amerika von Familie Klein, Katzenberger, Cordalis, Wölke sehen. Richtig. Ja. Mittlerweile sind wir im Rosenkleinkrieg bei pikanten Duschfotos angekommen. Die Iris Klein wohl am 8. März ihrer Konkurrentin, dem Yvonne Wölke, zugeschickt hat. Damit wollte sie wohl implizieren, beweisen, dass da immer noch was läuft, dass sie sich wohl gar keine Chancen ausmalen soll. Ja, so weit sind wir gekommen. Ich fasse für euch mal das Ganze jetzt, was mittlerweile darüber bekannt ist, zusammen. Ja, auf dem Foto, wo Iris vorne zu sehen war, war der Peter im Hintergrund unter der Dusche zu sehen. Ja, das, wie gesagt, bekam dann Yvonne Wölke. Was die der Bild dazu sagte. Das stimmt. Sie hat mir Sprachnachrichten geschickt. Ich wundere mich sehr, warum sie mir solch intime Details preisgibt. Ich kann vieles ertragen. Aber sicher nicht die beiden beim Sex. Ja, das könnte ich auch nicht. David und Victoria Beckham beim Sex, okay, aber die Kleins, nein. Ja, der Peter, der von dieser Aktion wohl dann im eigenen Badezimmer überrascht wurde, sagte das der Bild. Der Sex, den Iris behauptet, hat nie stattgefunden. Und ich möchte die Wahrheit hinter diesem Foto sagen. Es entstand am Weltfrauentag. Ich war an dem Tag Sport machen und bin dann in die Dusche gegangen. Plötzlich ging ohne Vorankündigung die Badtür auf und Iris stand im Raum. Ich war überrascht. Sie meinte, dass sie eine gute Nachricht für mich hätte, nämlich dass wir laut Anwalt spätestens in 3 Monaten geschieden sind. Dann soll Iris laut Peter Klein etwas Unerwartetes getan haben. Sie ist beim Verlassen des Badezimmers plötzlich in der Tür stehen geblieben und hat ein Foto gemacht. Ich habe das am Flackern des Handybildschirms gesehen. Ich habe sie sofort zur Rede gestellt, aber sie meinte, sie habe kein Foto gemacht. Und weiter, ich habe große Angst, was ich noch alles erdulden und hinnehmen muss. Aber eins ist klar, ich werde hier nicht Auge um Auge Gleiches mit Gleichem vergelten. Ich kann nur an Iris appellieren, dass sie bitte zur Vernunft kommen soll. Auf Instagram kam er dann auch ins Grübeln.